Digitalisierung veranstaltet die Themenwoche Shaping the Digital Turn, um alle Leute, die sich für das Thema Hochschulbildung im digitalen Zeitalter interessieren, zusammenzubringen. Mit dem Digital Turn meinen wir, dass sich etwas ganz Grundlegendes in der Hochschulbildung ändert durch den digitalen Wandel. Und warum Shaping? Natürlich, was darum geht, den digitalen Wandel zu gestalten. Ich bin davon überzeugt, dass nur durch den Dialog, durch den Austausch von Meinungen etwas Besseres entstehen kann als das, was vorher da war. Wir müssen schneller werden und wir müssen besser werden. Und dabei können Sie auf unsere Unterstützung zählen, ob in der Lehre, der Forschung oder der Internationalisierung. Aber Sie müssen die Chance nutzen. I think it's a fantastic initiative. It's lots of great minds coming together, learning from each other. For me, it's very important to be able to go back with inspiration, with new ideas, with solutions for problems that I'm struggling with as part of our everyday work and our projects, and you know, to draw from the experience of the other colleagues. Da wir ja nicht wissen, wie die Digitalisierung sich weiterentwickeln wird, weil es einfach so ein komplexes Phänomen ist für sowohl unsere Gesellschaft als auch für die Hochschulen, ist es ganz wichtig, dass man Freiräume hat, wo man sich erstmal selber positionieren kann, wo man was ausprobieren kann. In der Themenwoche geht es um viele verschiedene Themen. Eines dieser Themen ist die Internationalisierung. Wie schaffen wir die Anerkennung von im Ausland, aber auch digital erbrachten Lernleistungen? Wie ein großes Thema ist Studierendenbeteiligung? Wir haben unter anderem Hackathon im Rahmen der Themenwoche durchgeführt, wo Studierende zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben, Ideen entwickelt haben. Ich freue mich total, dass es die Themenwoche gibt. Ich freue mich auch total, dass so viele Leute sich angemeldet haben. Das war eine Debatte, die es schon lange gegeben hat über Digitalisierung und wie die Hochschulen darauf reagieren. Was über allem steht, sind eigentlich Future Skills. Future Skills sind die sich verändernden Kompetenzen und Fähigkeiten, die Leute brauchen, um selbstwirksam im digitalen Wandel tätig zu sein. Also Berufsstand hat ganz wichtige Beiträge zu Technologie, zu Innovation und damit auch zur Digitalisierung. Aber ich glaube, das Spannende in dieser Woche ist, dass eben so viele verschiedene Gesichtspunkte und Aspekte hier beleuchtet werden. Für mich war das Bemerkenswerteste an diesem Tag der Pitch für die Barcamps, weil er ganz klar demonstriert hat, welche Fülle und welche Vielfalt inzwischen an unseren Hochschulen da ist. Insofern kann man nur sagen, es ist eine Aufwärtsbewegung heute zu erkennen gewesen. Wie heute hier, glaube ich, für alle, die da waren, unverkennbar deutlich wurde beim Pitchen, da ist einfach wirklich Energie im Spiel, mit der wir gut weiterarbeiten können. Also es soll immer weitergehen, es wird immer weitergehen, die Zahl der Beteiligten steigt. Ich glaube, auf diese Art und Weise kommen wir tatsächlich dazu, es wird irgendwann völlig selbstverständlich sein, nicht mehr über Digitalisierung zu reden, sondern über Ziele, bei denen Digitalisierung ihren Beitrag leisten kann. Mit der Themenwoche sind wir alle sehr zufrieden. Wir hatten tolle Partner mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, mit dem VDI, mit Wikimedia Deutschland, mit dem Forum Bildung Digitalisierung, mit denen wir wirklich großartig zusammengearbeitet haben und natürlich vielen anderen. Wir fragen uns alle, wo das hingeht mit der Digitalisierung, und deswegen brauchen wir genau solche Austauschprozesse hier im Rahmen der verschiedenen Tage, die ja jeweils eine andere Ausrichtung haben, im Rahmen unserer Themenwoche zu sprechen über gute Lehre, über neue Lehre, über Digitalisierung, und dass irgendwann jeder sagt, ja, Digitalisierung in der Hochschullehre finde ich gut.